Ja, hallihallo Lüde, da bin ich wieder am Start in Assassin's Creed 2. Weiter geht's. In der letzten Folge haben wir ja mit Lucy die Flucht von Abstergo gemacht und haben dann Rebecca und den Sean kennengelernt. Und jetzt dürfen wir zum ersten Mal in den Animus 2.0. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Oh, da war die Lampe weg. Tja, Ezio Auditore, die Geburt haben wir von ihm auch noch erlebt. Ui, wir haben eine Aktion beendet. Ja, das ist schön. Das freut mich jetzt auch, wenn es mich gerade nicht interessiert. Republik Florenz, 1476. Da, was ist denn hier los? Da unten wollen sich wohl ein paar prügeln oder was? Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot. Jetzt gibt's was auf die Nuss. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Tötet ihn? Oh, die sind ja richtig kriminell drauf. So, wir müssen jetzt die Mission Jungs spielen. Wir müssen Vieri de Pazzis Männer bekämpfen und dann würde ich sagen, yes, auf geht's in den Kampf. So, das kommt. Immer schön schütteln hier den Vogel hier. Und immer fest drauf. Bups, da lag er. Mensch, das Kampfsystem ist aber hier auch relativ interessant gerade. Immer schön feste drauf hier, komm. Zack, da liegt er. Und da haben sie alle. Hinter dir! Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Oh, Kampfnuss! Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Lachu, da ist der Aufsieg! Immer fester drauf hier, los, komm. Immer fester drauf hier, los hier. Der nächste, komm hier, da ist noch einer. Hey, hallo. Alter,
Jetzt nimmt das. Die Umschaltung funktioniert gar nicht so gut, finde ich gerade. Oder es dauert noch ein bisschen. Ja, komm. Schöner Takedown gerade hier. Los, komm. Immer fest hier, los. Immer feste drauf hier. Batz, batz, batz. Zack, da liegt der nächste. Nun, wie willst du gehen? Sei. Boah, sind wir daneben geschlagen? Oder was? Zurück! Zurück! Ja, Homer Patzi. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. So, wir dürfen jetzt die Jungs hier plündern. Das Ganze dauert natürlich jetzt gerade hier ein bisschen. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt plündern dürfen. Sprich, so machen wir wieder Geld zum Anfang. Neue Funktion hier gerade. Sabine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Ach. So, los, komm. Können wir noch weiter looten? Ich nehme jetzt alle mit hier. Alles, was geht hier, das bringt alles Kohle. So. Und wir haben einen neuen Datenbeantrag von unserem Blüderchen Frederico bekommen. So, ich muss hier nochmal ein bisschen kurz weiter. Maria, so etwas Unchristliches habe ich noch nie gesehen. Den brauchst du auch nicht sehen. Passiert nur einmal. Du Unhold! Für Sünden wie diese gibt es keine Vergebung. Ne, brauchst du auch nicht. Haben wir hier noch was? Den haben wir schon. Doch, den haben wir jetzt noch nicht. Sprich, die drei da noch. Und dann müssen wir, glaube ich, alle haben. Und dann haben wir schon ein bisschen richtig gut Kohle zusammengehauen hier. Denn das wollte ich natürlich eigentlich nicht. Genau, schmeiß ihn da hin. Wir plündern ja nur momentan. Und da drüben steht unser Brüderchen. Und den müssen wir uns gleich mal zu Gemüte führen. Was kommt her? Hier noch den hier mitgenommen. Genau. Alles mitgehen, was geht an Kohle. So, das waren, glaube ich, die letzten 12 Jore, die wir haben konnten. Oder habe ich noch einen übersehen? Ich gehe jetzt mal nochmal nach. Nein. Ich glaube, den haben wir noch nicht, ne? Ah, richtig gerade. Dann war der das letzte. Okay, gut. Ja, sorry für die Action gerade. So, wir dürfen jetzt weitermachen mit der Mission. Und da steht unser Brüderchen. Und dann drücken wir mal den Button. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. So, und der andere ist Federico zum Doktor folgen. Ja, das machen wir. Und dann mal hinterher jetzt. Schön hier am Jumpen gerade hier so schön wieder über die Dächer. Oh, das war ein bisschen doof gerade. Und das war ein bisschen zu weit. So. Frisch gefangene Igel. Bentrovato, Dottore. Hm, die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Hoho, Brüderchen. Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Hier lang. Jo. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä?
Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Wow, wir müssen jetzt noch schnell einen Rennen gegen das Brüderchen. Und vor allen Dingen viel wichtiger, wir müssen gewinnen. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Ich schäme mich fast ein bisschen. Oh, Versagen ist keine Schande, Bruder. Und? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Ja, wir haben gewonnen. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Warte ab. So, das Rennen haben wir gewonnen und jetzt sollen wir wieder hochklettern. Sehr schön. Schön mit dem kleinen Bruder. Oder nee, großen Bruder ist das ja. Hier auf den, auf das Dach von dieser Kirche. Raufklettern. Und dann sind wir da oben. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Hier Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nach. So, wir dürfen jetzt eine Christina, der schönen Christina Vespucci, einen Überraschungsbesuch abstatten. Ja, machen wir doch glatt. So, als erstes synchronisieren wir mal. Zum allerersten Mal in diesem Teil. So, ja, und so, delete und delete und was? Ah, so geht der Sprung. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Anzeige sozialer Status, Ass. Die Symbole auf den sozialen für den sozialen Status erkennen die Gefahrstufe und die Person. So, Versteck. Heuballen in einem Brunnen oder einen Dachhütten verstecken. Okay. So, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Da sollen wir hin, also werden wir uns jetzt auf dem Weg dahin machen zur schönen Christina. So. Und hier müssen wir hin, die Casa de Vespucci. Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm da her. Da ist sie. Oh, Ezio. Da wird geknutscht. Uiuiuiui, was geht denn jetzt hier ab? Schmusi, schmusi. Der scheint das zu gefallen, Leute. Christina! Christina! Wach auf, dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter, ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiodoncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte, das ist nicht nötig. Wache, wache, bringt mir seinen Kopf. Mach ihn fertig. Es gibt so absolut keinen Grund für Gewalt. Ihr verwechselt mich mit Jips. Man an. Sie
brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Konter, Umbums und bam. Uno. Der hat gesessen, würde ich sagen. Bam, da kommt ja noch einer. Bald machst du dich endlich mal nützlich. Als hängende Zielscheibe für die Steine. Was ist denn? Nächsten hier. So. Rennen sind jetzt verfügbar. So, wir hauen jetzt erstmal ganz schnell ab. Weil wir ja abhauen müssen. Und damit ist die Mission Nachttrunk auch schon wieder beendet. Wir sollen übrigens in diese Richtung flüchten. Ja, dann mache ich das doch mal. Ja, Leute. Und das war meine zweite Folge zu Assassin's Creed 2. Ich hoffe mal, sie hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Ich danke auf jeden Fall schon mal dafür. Und in diesem Sinne wie immer bis zum nächsten Mal. Und bis denne.